Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich einen Teddy und einen Kickhole, und dann wollen wir doch gleich mal anfangen. So, als allererstes, hiervon hatte ich mir drei Stück mitgenommen, weil ich einen Hexenschuss habe. Kann ich sagen, das tut höllisch weh. Die sind leider nicht so toll, in Anführungsstrichen, weil diese komplette Fläche hier hinten ist Plastik, die nur hier klebt, hier, hier und dort. Und sobald das halt die Wärme kommt, fängt man ja ein bisschen an zu schwitzen auch. Das ist bei Thermacare ja anders, da ist ja wie so Vlies halt. Und das rutscht auch nicht runter, weil das ja wie so ein Gürtel ist. Also zumindest das, was für ein Rücken ist. Finde ich das besser. Und das hat nicht lange gehalten. Nach einer halben Stunde fing es an zu verrutschen. Und ich war nur am Hin und Her und Rumzuppeln. Und ja, gut. Also wenn man auf der Couch sitzt und jetzt nicht großartig irgendwas macht, sind die bestimmt super. Davon hatte ich drei Stück zu je 2 €. Und also wärmen tun sie. Keine Frage, das ist ganz angenehm. Und ich werde es dann die Tage nochmal probieren, weil ich habe jetzt Urlaub. Ob das dann, wenn man sich nicht großartig bewegt, dann besser ist. So, das dazu. Dann geht es weiter. Dann habe ich ein paar Sachen zum regulären Preis und auch ein, zwei Sachen, wo ich bloß 10 Cent bezahlt habe. Vielleicht sind es auch mehr. Aber eigentlich war ich ja losgefahren, weil ich so ein bisschen angejuckt war von den anderen YouTubern, die Stickers und weiß der Geier, was für tolle Bastelsachen hatten. Und ja, unser Kick hier, nee Quatsch, unser Teddy hatte das leider nicht. So, und dann habe ich das hier bei uns in der Wühlkiste gefunden. Zu 10 Cent anstatt 1 €. Ich mag sowas ganz gerne mal gestalten und habe noch so einen Hasen gefunden. Davon habe ich schon einen und einen werde ich dann behalten und einen werde ich dann meiner Nichte vermachen, beziehungsweise mit ihr zusammen machen. So, dann habe ich hier was zum regulären Preis. Die fand ich ganz schick, war auch nur diese eine Farbe da. Ich hatte die schon mal vor ein paar Jahren in Blau und Hellrosa. Die hatte ich jetzt dieses Jahr zu Ostern verbastelt, weil da hatte ich Osterkörbe gemacht und da hatte ich das mit rangeklebt. So, dann das hier. Das sind so kleine Holzklemmerchen. Fand ich ganz niedlich. Ostern kommt wieder. 10 Cent. Die durften mit. Kleine Küken. Die erinnern mich total an meine Kindheit. Früher gab es die oft zu Ostern. Oder ich kann mich zumindest daran erinnern, dass wir die zu Ostern hatten. 10 Cent, 6 Stück. Duften einmal mit. Dann habe ich hier Herbstblätter. Der Herbst kommt auch jedes Jahr wieder. Duften auch mit für 10 Cent. Keine Frage. Mit eingepackt. Auch nur einmal gefunden. Hätte ich die zweimal. Hätte ich auch zweimal mitgenommen. Hier auch. So Streudeko aus Holz mit Vögelchen, Häschen und Blümchen. Also, das ist nicht zwangsläufig Ostern. Ich finde, das kann man immer mal benutzen. Noch einen Strassstein draufgeklebt, auch ein bisschen Glitzer rüber gestreut. Fertig. Das ist was schick. Auf eine Karte oder so. Und hier so ein Bastelset fand ich ganz niedlich. Moosgummi-Bastelset. 10 Cent. In der Wühlkiste gefunden. Ja, mal gucken. Ich fand es niedlich. Durfte mit. Dann hier Nail Art Sticker mit Halloween. Habe ich mich gefreut. Das macht sich immer ganz gut für Lünetten. Oder wenn ich mal irgendwann Lust habe, mir die Nägel zu machen, was nicht so wirklich vorkommen wird. Hier diese Federn auch. 10 Cent. Aus Filz sind die, weil Vollzeit arbeiten in der Industrie, in der Produktion. Hausgarten, ja, braucht man keine schönen Fingernägel. So, hier dieses Goldflitterzeugs, Konfetti, Bastelkonfetti. Für 10 Cent, da hatte ich ja schon einmal das silberne
vorige Woche oder so. Ja, genau, das Silberne war das, gefunden und mitgenommen. Ich hätte gerne eigentlich so Pink oder so gehabt, aber gut. Was nicht ist, ist nicht. Dann habe ich die gefunden, diese Charms, diese Anhänger. Voll schön, auch für 10 Cent. Hätte ich gerne noch mehr gehabt, aber gut. Nur einmal. So, dann hier diese süßen Katzensticker habe ich mir zweimal mitgenommen zum regulären Preis von 1 Euro. Einer wird verschenkt, einer wird behalten. Ja. So, und dann hier Glitter. Einmal so Diamantenförmchen, Sternchen, ja, Blüten oder Schneeflocken und Herzen. Das wird auch zweimal verschenkt, einmal wird behalten. Genau. So, und das war's dann auch schon vom Teddy. Dann gehen wir mal gleich über zum Kick. Ja, da habe ich leider nicht so viele Schnäppchen. Ein paar 10 Cent Sachen habe ich gekriegt. Aber vieles war noch so ein Euro oder 50 Cent. Ja, aber selbst hier 6 Bögen Sticker für einen Euro anstatt einen Euro 99 finde ich völlig in Ordnung. Und habe ich mitgenommen. Das ist dann hier einmal dieser. Das sind jeweils 3 Bögen von drinne. Und von diesem sind dann jeweils 3 Bögen in diesem Heftchen drin. Finde die ganz schön. Auch diesen holographischen Schmetterling und die Eulen sind so niedlich. Ja, der durfte einmal mit. So. Dann habe ich ein paar Sachen zum regulären Preis. Da habe ich mich sehr gefreut gehabt. Weil ich war heute extra nach Hohenneuendorf gefahren, weil bei uns in Hennigsdorf und Felten, also das ist das, was die nähere Umgebung ist, sowas die ganze Zeit nicht gab. Und diese Sachen hatte ich ja hier schon mal gesehen bei Instagram, bei einer anderen Bastelkollegin sozusagen. War frohes Jahr, ne? Das sei mal gesagt dazu. Das war irgendwann frohes Jahr, ich glaube auch im Sommer. Und fand die so toll, war ich so verliebt drin, dass ich die haben wollte. Und war jetzt richtig erstaunt, dass in Hohenneuendorf hatten sie die. Hat mich sehr gefreut, habe ich jeweils eine Farbe mitgenommen. Dann hier so eine Blüten. Ja, Bastelfiguren steht drauf, aber es sind eindeutig Blüten. Das ist so eine Hortensie, das sieht aus wie so ein... Ja, so eine Margarite und das ist ja einfach nur ein Blümchen. Ja, da die durften mit und die Hortensie sogar zweimal. Kann man auch gut als Perlenkappe benutzen. Ach nee, hier ist noch einmal von den anderen, von den normalen Blümchen. Und dann hat die hier auch zum regulären Preis von 1 Euro, aber ich konnte nicht dran vorbeigehen. Wie wunderschön sind die bitte. Die sind so schön. Ja, die mussten dann noch mit einmal. So, und dann geht's los mit Schnäppchen. Also 50 Cent. Wenn es dann weniger war, sage ich dann was dazu. So, hiervon hatte ich irgendwie 2, das weiß ich. Und vielleicht taucht der zweite nochmal auf. Das ist so ein Wölkchen-Klebebandhalter. Ne, das Klebeband in Regenbogen, also fand ich niedlich. 50 Cent anstatt 1 Euro. Ja, durfte mit. Das ist jetzt ein nicht so, das große Schnäppchen ist 29 Cent billiger, 79 zu 50, also 50 Cent für 12 graue Sterne. Konnte mich jetzt nicht erinnern, sie mitgenommen zu haben, aber irgendwie muss das dann so im ja, Kaufrausch passiert sein. Naja, wie dem auch sei. Ich habe sie mitgenommen. So, hier so Tüten, 40 Stück, so ein Zipperbeutelchen, die brauche ich stets und ständig für mein Fimo zum Beispiel zum Reinpacken. Oder. Und wenn ich die sehe und die sind runtergesetzt, dann nehme ich sowas ganz gerne mit. Habe ich zweimal mitgenommen. War noch mehr da. Bin noch nicht so raufgierig. So, und dann hier 10 Cent. So, Bastelpapier steht drauf. Habe ich einmal in Gold, in Silber und in Bronze mitgenommen. Aber ich nehme mal an, das wird so Art, wie so Art Blattgold sein. Mal schauen, was ich damit mache und wie sich es verarbeiten lässt und was es denn nun genau ist.
Ja, dann habe ich diese Blümchen hier gefunden, 50 Cent anstatt 1 Euro. Ich fand die Farbe auch sehr schön. Das ist so ein Rosé. Ja, Gold würde ich jetzt nicht sagen. Kupfer ist es auch nicht. Es ist so metallic. Das ist eine schöne Farbe. Die duften mit für 50 Cent. Dann habe ich das gefunden. Ich fand das so niedlich für 10 Cent. Das ist ein Federmäppchen in Form von einem Schaf. Das ist so niedlich. Ja, das habe ich mir mitgenommen. Entweder behalte ich es oder verschenkt. Das weiß ich noch nicht. Da bin ich mit mir selber noch nicht einig. Dann habe ich diese zwei Gläschen hier gefunden. Einmal mit Knöpfen, einmal mit kleinen Wäscheklammern. Ja, für 50 Cent je Gläschen. Also ich fand schon alleine die Gläser gut und die hätten regulär 1 Euro gekostet. Ich hätte die, glaube ich, auch für 1 Euro mitgenommen, weil ich finde die niedlich. Ja, schon die Aufmachung ist niedlich. So, dann sowas hier. Pailletten. Habe ich mal gedacht, so ein Gläschen in so eine Ü-Post rein. Hier, das eine war offen. Da habe ich noch den Deckel gefunden und ja, habe ich gedacht, wurscht, für 50 Cent nehmen wir mit. Die waren vorher 1 Euro. Ja gut, die Hälfte will ja. Kann man mitnehmen. Dann habe ich hier noch zwei so eine Glitzerfunkeltaschen. Sind der Wahnsinn. Mit so holographischen Glitzer drin, Herzchen und Sternchen. Voll niedlich für 10 Cent. Jeweils hatten sie auch nur die beiden noch. Habe ich beide mitgenommen, weil ich die beide verschenken möchte. So, dann hatte ich noch gefunden hier die kleinen Tütchen. Das sind 80 Stück für 50 Cent anstatt 1 Euro. Brauche ich auch ständig für so kleinen Kram, der hier rumfliegt. Dann habe ich für 50 Cent diese hübsche Tasche. Ich fand die so niedlich. Die musste ich mitnehmen. Mal gucken, dass ich das hier noch irgendwie abkriege. Und die ist voll mit Glitter. Da muss irgendwo ein Glitzer Röhrchen oder so aufgegangen sind, aber nicht bei mir. So, dann geht's weiter mit 10 Cent armer Holzschwan. Dann nochmal für 50 Cent so eine Herzchen-Sticker anstatt 1 Euro. Ja, dufte mit. Und dann hier so ein Band mit Schmetterlinge, Bastelband. 50 Cent. Das werde ich wahrscheinlich nicht als Band benutzen. Ich werde mir die Schmetterlinge rausschneiden und dann für so Karten oder so als Dekoration benutzen. Fand ich ganz schick. Durfte mit. Hatten wir leider nur einmal. Da hätte ich gerne zweimal gehabt, aber so ist es nun mal. Dann hier so Wölkchen zweimal. Die werden verschenkt. Die gehen in eine Ü-Post. Ja, genau. Für 50 Cent anstatt 1 Euro. Fand ich ganz gut. Ich weiß gar nicht, wie viel da drin steht drauf. Steht natürlich nicht drauf. Ja, ist ja auch egal. Werden so an die 10 Stück, schätze ich mal, werden es sein. Dann steht man an der Kasse. Und eigentlich ist man ja nicht mehr so wie ein Kind. Aber ich habe die Dinger gesehen. Ich habe die ewig nicht gesehen. Sie haben mich an meine Kindheit erinnert. Da habe ich mir einmal mitgenommen für 1,59 Euro. Mal zum Probieren, ob sie noch so sind wie früher. Sie hatten auch die Spenderchen dazu, diese Figürchen. Aber dann habe ich mir gesagt, lassen wir mal. Wir sind ja schon etwas älter. Brauchen wir nicht. Nö, also scheint so, dass ich von diesen Wölkchen-Dingens doch bloß einen mit hatte. Aber gut, dann ist das so. Nur war wie zwei. So, dann geht's weiter. Und dann hatte ich sowas hier. Das ist jetzt kein Washi-Tape, das ist Klebeband und das hat noch 1 Euro gekostet und ich fand es voll niedlich hier oben mit Einhörner, Herzchen, Streifen, Pünktchen und nochmal so Regenbogen. So ähnlich wie ein Regenbogen. Dann hier mit Dreiecken oder Zickzacklinien, Regenbogenlinie, Peace-Zeichen, Wölkchen mit Regenbogen. Und Tröpfchen und dann nochmal, oh, ist offen, und dann noch einmal mit Einhornherzchen und ja, ihr seht's ja. Also die drei duften mit, da wird der hier auch verschenkt für jemanden, wo ich weiß, sie mag Wölkchen. So, zack, rein in die Tüte. Dann habe ich ein Washi-Tape gefunden für 50 Cent, also was heißt eins, das sind 4. Fand ich ganz niedlich. Vor allen Dingen das hier mit den Schmetterlingen, Motten und Libelle.
Und hier so zickzack mit so leichten Holo-Effekt. Metallic Pink und hier auch nochmal Rosé Pink auf weißem Hintergrund als Kreise. Fand ich ganz niedlich, durfte mit. Dann hier nochmal eins für 10 Cent, eine Mermaid plus Herzen. Dann hier, das hatte ich vorher auch noch nicht gesehen, hier dieses Glitzer mit in Form von einer Hibiskusblüte, würde ich alle sagen. Jedenfalls ist eine Blüte. Finde ich ganz niedlich. So zum Eingießen und so ist das perfekt. Auch für 50 Cent durfte mit. Jetzt kommen noch mal ein paar Schnäppchen. Für 10 Cent jeweils. Und zwei hier Bleistifte mit Puschelbummel. Fand ich ganz nett. An eine Ü-Post mit dran oder dem Kind mal eins mitgegeben. Ja, also der Nichte. Und genau. Ja, davon jeweils von jeder Farbe zwei. Blau, Gelb und Pink. Da waren noch massig da. Doch hatte ich zwei. Das ist der letzte. Und dann haben wir auch schon wieder fertig für heute. Die haben wir auch schon wieder fertig. Ja, gut gedeutscht. So, also, ich wünsche euch einen schönen Abend, einen schönen guten Tag, je nachdem, wann ihr dieses Video schaut. Ich hoffe, ihr wurdet inspiriert und habt Glück und findet auch ein paar Schnäppchen nicht, so wie ich. Fahr extra los in zwei verschiedenen Teddys und Keks, um Sticker zu finden für ein paar Cent, die ich in den anderen Hauls gesehen habe. Hatten sie leider nicht mehr. Gut, okay. Oder hatten es gar nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe die auch vorher noch nie gesehen gehabt bei uns. Wie dem auch sei. Ich wünsche euch... bleibt gesund. So, schneiden. Ja, wie dem auch sei. Bleibt schön gesund. Habt viel Spaß. Ihr Lieben. Hier bin ich nochmal. Ich denke mal, ich werde die beiden Hauls zusammenschneiden, weil zwischen diesen zwei Einkäufen liegen gerade mal 48 Stunden. Das eine war am Montag und der jetzt war am Mittwoch. Und dies ist nochmal ein kleiner 10-Cent-Haul von Teddy. Viel ist es nicht, ein bisschen was. Ich war nochmal in einem anderen Teddy, habe jetzt alle drei Teddys bei uns im Umkreis abgegrast und ja, na gut. Eine kleine Ausbeute ist es. Ich habe auch ein bisschen was zum regulären Preis mitgenommen, weil das hatten die anderen beiden Teddys nicht, oder besser gesagt, ich habe es nicht gesehen gehabt und fand es ganz gut und habe das einfach mitgenommen. Und dann fangen wir doch einfach gleich an. Und zwar habe ich gefunden dieses Schätzchen hier. Das ist so eine Solarleuchte. Ich hatte sie auch schon, also sie funktioniert. Einmal jetzt für eine Stunde im Fenster stehen, weil rausstellen auf die Terrasse wollte ich noch nicht. Wegen Blütenstaub oder eventuell Regen. Heute ist ja sehr bewölkt und es könnte ja jeden Moment dann losgehen mit dem Regen. Also sie funktionieren beide. Ich finde sie beide hübsch. Den hier werde ich behalten und den etwas, ja, wie soll ich sagen? Also ich finde den auch total schön und rosa und, aber er ist halt verspielter. Und den habe ich gesehen und musste gleich an jemanden denken und habe gedacht, jupp. Nehme ich mit. Mal schauen. Vielleicht bleibt er auch hier. Ich bin mir noch nicht sicher, weil ich mag ihn selber. So, dann mache ich einfach jetzt erstmal weiter mit den Regulärpreisen, die ich gekauft habe. Und zwar einmal hier so Bastelkonfetti und zwar Pailletten als Schmetterlinge. Ich finde sie total schick und ich meine für 1 Euro 23 Gramm ist eine große Abpackung. Damit kommt man weit. Ich glaube, brauche ich ewig nicht kaufen, sowas denn. Dann hatte ich gefunden Pinzetten für 1 Euro 3 Stück zum Basteln. Jeder Bastler kennt es, man braucht sie. Ja, die durften mit. Dann habe ich hier so kleine Stempelkissen gefunden für 2 Euro. Ich nehme ja sowas immer, um Hintergründe zu gestalten. So wie das jetzt hier zum Beispiel jetzt nochmal. Genau, dafür nehme ich die. Diese kleinen Ink-Kissen, sage ich immer, sind ja nur klein. Ja, habe ich die mitgenommen, weil ich liebe Äugle ja immer noch mit den Distress-Oxiden oder mit den Stampin' Up-Stempelkissen, wo ich mich absolut nicht entscheiden kann, welche denn nun nehme, weil ja, Stampin' Up ist ein bisschen preisintensiv und
Die Stressoxide sagen mir dann schon eher zu vom Preis, aber dann ist wieder schwer, mal so ein Set zu kriegen und alles einzeln irgendwo. Ja, dann habe ich hier diese Sticker sind das. Und das ist so eine Art Moosgummi, so beglitzert. Fand ich auch ganz niedlich. Für 1 Euro habe ich 2 mal mitgenommen. Ja, das sind so die regulären Preise, die habe ich da gefunden. Hatten sie noch andere Förmchen, eine andere Ausführung wie Blümchen und Sternchen, sowas. Aber ich wollte nur die Schmetterlinge und habe die halt mitgenommen. Denn hier einmal so Filzmattenset in verschiedenen Farben. Ich lasse das so, weil das behalte ich nicht selber, das verschenke ich. Boah, da ist grün, blau, gelb. Also die Basics-Farben sind da drin. Genau 10 Stück, A5, groß. Die gehen weg. Die sind nicht für mich, aber fand ich schön, dass ich das mal gefunden habe. So, und jetzt geht's dann los. Alles, was ich jetzt zeige, sind wirklich 10 Cent. Manche sind ausgepreist mit 50 Cent, aber ich habe nur 10 Cent dafür bezahlt. Hier einmal so ein Deko-Osterei in einem schönen. Nur in der Kamera kommt es jetzt nicht so rüber. Ne, macht es nicht besser. Ja, in so einem schönen Fliederton ist das eigentlich, so ein dunkleres Flieder. Ja, fand ich ganz niedlich. 10 Cent, Ostern kommt. Definitiv, jedes Jahr wieder. Dufte mit. Dann hier diese Papierblumen. Also für 1,50 Euro, ganz ehrlich, hätte ich die nie gekauft. Zumal die hier so ein bisschen aussehen, als wäre da Tee oder Kaffee drüber gelaufen. Und ja, habe ich jetzt dann trotzdem mitgenommen und mal gucken. Man kann sie ja sich noch einfärben oder so. Oder man verbastelt sie so für Vintage oder so. Ist das bestimmt schön. So, die duften mit. Dann habe ich hier 2-3 Mal diese hier gefunden. Diese Bügelperlen. 3 Packungen. Ja, einfach mal zum mit Weggeben, zum Verschenken. Fand ich das ganz niedlich. In der Ü-Post oder so. Dufte mit. 3 Mal. Also da waren auch noch 2-3 andere Pakete, aber Reihe haben jetzt gereicht. Einmal für mich, 2 Mal zum Weggeben. Ist völlig okay. Dann hier, die hatte ich schon mal vor einiger Zeit für 55 Cent bei einem anderen Teddy mitgenommen. Diesmal für 10. Ich finde die total niedlich mit den Schäfchen und der Sonne und das ist nicht zwingend Ostern oder so. Ja, das kann man ganz jährlich nutzen. Die duften mit. Dann hier so eine zuckersüßen Ananas als Anhänger für 10 Cent. Ja, mal gucken, was man damit macht. Mit so Wackelaugen. Ja. Niedlich. Einfach an irgendeinen Schlüsselanhänger mit dran. Dann einmal hier so Quasten. Hatten sie leider nur einmal. Ja, fand ich auch niedlich für ein Album oder so. Dann hier so eine Girlande für 10 Cent. Mit so einem Mäh. War doch hier irgendwo ein Bild. Ach Gott, ja, ganz klein da. Das kann man draus machen, aber ich würde es einzeln nutzen. Und eigentlich habe ich es nur wegen den Meerjungfrauen mitgenommen. Weil ich die verbasteln möchte. Und mit dem Buchstaben kann man bestimmt auch noch irgendwas anfangen. So, dann habe ich noch 2 mal einen Taschenwärmer und die fand ich so niedlich. Die habe ich mitgenommen zum Wärmflasche mit gestricktem Überzug. Ja, fand ich niedlich. Dufte mit. Da waren auch noch 2-3 andere. Also die gleichen. Die habe ich aber dann da gelassen. Und dann sage und schreibe von jedem einen Bogen ergattert. Nee, Quatsch, 2. Von den Ostereiern sind 2 Bögen. Da lag noch einer. So, hier von diesen habe ich 2 zu 10 Cent ergattern können. Ja gut, ich hätte gerne diese anderen gehabt, die Häschen oder so. Hätte ich schöner gefunden. Dann hier einmal einen Bogen Papiersticker mit so Süßigkeiten. Auch schön für eine Ü-Post. Keine Frage, kann man mit wegschicken. Ich bin jetzt nicht so... Ich mag lieber so Foliensticker oder halt diese Moosgummi-Sticker, mit denen ich gerne arbeite. Und einen Bogen hiervon. Und wegen diesen bin ich eigentlich auch los. Weil ich die in einem anderen Haul gesehen habe, auch mit Häschen und so. Und ich fand die so niedlich und habe mir gedacht, ach Mann, vielleicht hast du doch noch Glück. Und mein Mann musste zu Thomas Philips. Ich gesagt, ach komm, ich komm mit. Dann nebenan ist gleich Teddy und dann gucke ich da halt mal. Genau, und da hatte ich halt... Ja, das ist meine Sticker-Ausbeute, weswegen ich eigentlich nochmal mit bin. Aber gut, man kann es halt nicht ändern und es ist so. Und ich freue mich für jeden, der da Glück hatte. Vielleicht habe ich ja doch nochmal Glück, wer weiß es. Okay, also, ich wünsche euch hiermit dann einen schönen Tag. Bleibt schön gesund und
Wir sehen uns bzw. hören uns. Bye, bye.